Herzlich willkommen zur 210. Folge Space Exploration mit Felix. Hallo. Guten Tag. Tag. Ich habe zu viel Beryllkern, nicht Beryllkern jetzt, sondern Kernfragmente. Ein sehr interessantes Problem. Tja. Ich habe ein ganz anderes Problem. Kannst du halten. Ich weiß. Okay. Das ist aber ein komisches Problem. Ich habe auch ein komisches Problem. Achso, ne, geht noch runter, ich wollte gerade sagen. Ich brauche gar im Moment gar keine Akkus, doch jetzt brauche ich Akkus. Okay. Ach, das ist das Problem. Sag mal, wie weit bist du mit Beryllbarren? Achso, du willst auch Beryllbarren haben? Warte mal, gib mir. Na, ein paar wären zumindest für die Rakete schön, ne? Später, zumindest. Ja, kann ich dir hier sofort einbauen? Wenn ich deine alte Anlage wiederfinden würde, könnte ich auch wenigstens mal die anderen Dinger, die da oben noch sind, wegschießen. Da. Ich wollte gerade fragen, eigentlich ist doch bei den leeren Beobachtungsrahmen alles automatisch zu schießen da. Außer das, was von dir kommt. Ja, was kommt denn von mir? Ja, die Beryllplatten. Aber an denen scheitert es ja indirekt gerade. Weil ich dadurch keine fertigen Beobachtungsrahmen aktuell mehr habe. Dadurch produziert ganz unten nichts mehr und dadurch geht gar nichts mehr hier, weil die halt nicht mehr kommen. Ganz schlimm. Alles scheitert mal wieder an dir. Wie viel brauchst du davon immer? Du meinst, wie viele Beryllbarren ich auf einmal brauche, oder wie? Ja, nee, im Allgemeinen ungefähr. Eine Montagemaschine eventuell voll versorgt oder sowas von den hier oben. Wenn überhaupt, aber nicht mal das, glaube ich, selbst das ist zu viel. Also ist nicht viel, die brauchen eine für 10 Rahmen. Haben zwar auch 3000 Speedmodule drin und kommen auf einen Crafting-Tempo von 34 oder so. Aber das ist egal. Also eine Lieferkanone so halbherzig versorgt sollte mehr als ausreichen. Sagen wir es mal so. So, die Dings hinten, wo ist denn die alte Anlage gewesen? Da oben. Wie viel hast du denn da noch? 3000, die sind jetzt aber gleich alle weg. Die schieße ich jetzt konsequent hoch. Okay. Thank you.
Ich meine, die meisten Sachen sind hier sowieso aktuell gerade voll gelaufen. Aber die laufen ja trotzdem irgendwann mal wieder so ein bisschen leer zumindest, wenn da nichts mehr nachproduziert wird. Aber jetzt produziert gerade das erste Mal der Block auf Vollgas, ne? Okay, das ist so gut. Weil jetzt zum ersten Mal diese weißen Karten in Unmengen da sind. Okay. Das sehr Interessante ist ja, die Pakete vervielfältigen sich ja mehr oder weniger, ne? Das ist doch auch gut. Du bekommst bei den Einsern zwei raus, dann packst du zwei Einser beim Zweier rein und bekommst vier Zweier raus. Dann packst du vier Zweier beim Dreier rein und bekommst sechs Dreier raus. Und dann packst du schätzungsweise die Dreier rein in die sechs Stück und bekommst acht Vierer raus. Aber so weit habe ich noch nicht geguckt. Aber stimmt auch so, ja. Ja, doch, toll. Wobei ich sagen muss, die Pakete sind eigentlich relativ einseitig, wenn man sich das meiste so anguckt, so. Also du hast ja so ein gewisses Schema immer hinter. Du brauchst die Platte in irgendeiner der Formen, zumindest bei den vier Standardpaketen. Bei der ersten Form in Platte, dann in irgendeiner Stange oder halt bei Iridium in diesen Barren-Dingern da, wie auch immer man diese Stahlträger in Anführungsstrichen nennt, jetzt einfach mal. Dann brauchst du sie in der nochmal weiter vercrafteten Form und dann als letztes in der ganz vercrafteten Form so. Dann hast du ganz viel Spaß gehabt, so ungefähr. Okay. Irgendwie wäre es schon cool, wenn wir dieses Forschungsschlangending mit Shift-T hier auch drin hätten eigentlich. Ja. Würde das Ganze mit dem Überblick haben deutlich einfacher haben. Könnten wir ohne Probleme reinpacken. Frage ist, ist das kompatibel mit dem Mod? Ja. Das ist kein Problem. Dann machen wir es nach der Folge mit rein. Das ist alles. Geht ja auch so. Also. Könntet ihr bitte diese 18. Okay, nein, nicht diese 18, sondern diese zwei Kryolitstäbe da bitte noch verbrauchen. Aber wir sind uns, denke ich mal, einig, dass Zonenentdeckung. Wobei, oder? Ich weiß sie gar nicht. Die Frage ist, wie das gemeint ist. Wenn. Inwiefern? Naja, also, du hast ja die Forschung Zonenentdeckung, gezielte Zonenentdeckung, Weltraumzonenentdeckung. Es gibt zwei Optionen, wie das zu verstehen ist. Ich denke aber, es ist eher die andere, die mir gerade eingefallen ist. Option 1 ist, es sorgt dann dafür, dass immer nach einer gewissen Zeit das aufgedeckt ist. Aber da weder eine Zeit gesagt wird, wann das kommt, denke ich, erst ist die zweite Option, dass du, wenn du das einmal forschst, wird ein Planet aufgedeckt. Und deshalb ist es nur eine Endlichkeitsforschung. Deshalb wäre es gar nicht so schlimm, das zu forschen, weil wir einfach nur einen Planeten mehr dazu bekommen würden.
Und bei der gezielten könnten wir halt dafür sorgen, dass wir wenigstens mal die Planeten bekommen, die wir brauchen, an Ressourcen jetzt gerade. Wir können aber die anderen Planeten nicht rauslöschen. Sehe ich das immer noch richtig? Soweit so richtig, ja. Dafür gibt es ja diese gezielte Suche extra. Die ist dann ja auch noch teurer. Aber die Frage ist halt, ob man lieber nach eine gezielte Suche nutzt. Oder ob man die Ressource, die man jetzt hat, erstmal verarbeitet und guckt, was man so hat. Dann vielleicht ein oder zwei gezielte Zonenerkennungen macht und sonst nur auf Weltraumzonenerkennung geht. Weil das wird ja noch wertvollere Ressourcen haben, so wie da steht. Asteroidenfelder und so. Deshalb ist es ja nochmal teurer, die zu forschen. Forsch mal, einmal. Die gezielte oder die andere? Die teure. Du meinst jetzt die wir noch nicht können, weil wir das Dreierpaket nicht haben? Achso, ja, dann mach mal die ganz normale. Also die nur das Einserpaket kostet. Ja. Mal gucken, was passiert. Ich gehe davon aus, dass ein Planet aufgedeckt wird, sonst würde es mich wundern, warum da keine Zeit oder sowas dabei steht. Eventuell sollten wir vorher aber sicherheitshalber mal speichern. Ja, sagst du Bescheid. Na, jetzt kommt noch einmal diese relativ lange Frachtraketensicherheit, dann kommt eine mittelmäßig lange, eher kurz, und dann kommt das. Okay. Ist das gerade ein Autosave oder ein manuelles Speichern? Das ist Autosave. Dann ist es ja eh egal, wenn es gerade ein Autosave drin war. Das Schöne ist, ich kann bei meinem System das Ganze so einstellen, dass ich aktuell beeinflussen kann, welches Paket ich am meisten bekomme. Zumindest bei denen, die ich Stufen habe. Ich habe nämlich davor jetzt so einen Teiler eingebaut. Das heißt, dass ich auch immer von den 1er Paketen welche bekomme, weil die 2er ist halt aktuell so voll gestackt, dass da halt permanent gefühlt gecraftet werden würde. So viel Material haben wir da. Das ist halt nicht so gut fürs 1er Paket. Wolltest du vorher nochmal normal saven? Ja, forsch erstmal. Nach der Forschung, die jetzt gerade drin ist, kommt das. Okay. Da müsste jetzt gleich ein Planet, ein Mond oder ein Asteroidengürtel entdeckt werden mit. Okay. Mit dem anderen kannst du halt auch einen Planet, Mond oder Asteroidengürtel bekommen. Allerdings würdest du im Informatron einstellen können, was deine Präferenz ist. Also Rohöl, Kohle, Kupfer, Eisenstein, Beryl, Kryonit, Holmidit, Iridit, Methaneis, Vitamelage, Vulkanit, Wassereis oder Uranerz. Okay, er vertraut dem ganzen Ton noch nicht so ganz. Ja, ich speichere lieber sicher sein durch. Ach, mein Bauch sieht uns langsam. Ja, wir haben Chiron erdenkt und die Forschung ist raus. Deshalb wird die aber auch immer teurer. Chiron?
Ja, Kerkon mit Kerkon Orbit ist ein Beryllplanet. 4000er Radius, hat aber Bedrohung von 67%. Das ist das Problem, denke ich mal, dass du keine Planeten direkt raussuchen kannst, die keine Bedrohung haben. Und der ist arschweit weg von Novus Orbit, gefühlt. Das war die Falschtaste, die wollte ich nicht drücken. Ich meine, Theoden ist 5400 weg von Novus, Morozkus ist 9200 und der ist jetzt über 50.000 weg gewesen, so die Richtung. Das ist schon ziemlich. Aber das Gleiche wird auch bei gezielte Zonenentdeckung sein und Weltraumzonenentdeckung, dass wir irgendwas random bekommen. Vermutlich mit Alien-Bedrohung. Aber wir können bei gezielt halt das Erz vorbestimmen, was als Kernerz drauf sein soll. Und bei Weltraumzonen kommen halt wertvollere Sachen bei raus. Wobei ich es komisch finde, dass es beim Vierer-Paket nicht noch irgendwas gibt, was du bekommst, aber ja. Du hast nur diese drei Zonen. Einmal Zonen, gezielte und Weltraum. Die große Frage wäre dann eigentlich ja nur, was sich für uns lohnt, ne? Für eine Ressource. Iridit auf jeden Fall nicht. Vulkanit schätzungsweise eigentlich ja auch nicht. Stein hatten wir auch schon einen Planeten. Vita Millage haben wir auch zwei. Holmit haben wir einen. Dann haben wir dein Zeug da. Also Beryll, einen mit Kryonit. Na, einer mit 0% Bedrohung. Rohöl, Kohle, also die Standarderze halt, ne? Na gut, Rohöl braucht man nicht. Traurigerweise. Weil du es genug rausbekommst vom Kernerz oder warum? Ja, die ist voll. Ich habe so viel Rohöl, ich weiß nicht, wohin damit. Oder weil du Methan später auch zu Rohöl verarbeiten kannst. Er denkt sich gerade, was für Methan. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe jetzt hier gerade so viele Züge stehen, ich weiß nicht, wohin damit. Frage ist dann halt trotzdem, wohl oder übel, wie man jetzt am besten fortfährt. Vita Millage war eigentlich der Gedanke, aber da müsste man einen ganzen Planeten Vitamillage. aufbauen. Ja. Und das im besten Fall vermutlich sogar so, wie du es bei dir gerade machst. Okay, ich halte fest, wenn der Block auf Volldampf läuft, haut er diese weißen Karten ganz schön weg. Weil das Also du Ganze. brauchst eigentlich mehr weiße Karten. Vor allem, wenn ich noch andere Sachen dazu bauen will, ja. Ich meine, ich habe jetzt ja hier einen Abzweig, wo ich nur wirklich nur die nehme, die ich produziere. Und dann habe ich ja hier unten so ein Recycle-Zyklus, wo die ganzen Karten, die als Abfallprodukt wieder rauskommen und die, die übrig sind, von oben von der Produktion hingehen. Und oben habe ich bisher noch nicht mal einen Filter eingestellt, dass er wirklich bevorzugt nach oben das abgeben soll. Also da kommen aktuell für die gelben Dinger auf jeden Fall mehr als genug für diese Mini-Produktion. Wobei da auch schon wieder irgendwas fehlt. Ich glaube, Iridium muss ich wieder hochschicken. Das Zeug wird nämlich auch gefressen wie sonst was.
Okay, ich merke an, dass ich definitiv viel zu viele Kernfragmente habe, obwohl ich jetzt schon zwei Anlagen von einem Crafting Speed von 0,4 auf 4 gebracht habe. Aber die beiden Anlagen reichen dann nicht. Dann nehmen wir jetzt halt mal die nächsten beiden Anlagen mit einem Speed von 4 mit rein. Gucken wir mal, ob es dann besser wird. Wobei ich, wenn ich jetzt hier so auf mein Fließband gucke, ich meine, vorher sind die hier mit Eisen jetzt losgefahren, pro Zug von 60 bis 80 in 120 Sekunden. Mittlerweile fahren sie nicht unter 1500 raus. Also das ist schon echt nicht schlecht. Klingt gut, ja. Problem ist, die vier sind so schnell, dass die schon fast ein komplettes Vorsand machen. Respekt. Finde ich jetzt nicht so, dass heißt nämlich auch, dass ich mir irgendwas anderes einfallen lassen muss. Weil das so gesehen ist jetzt schlecht. Aber man merkt auf Morozko echt, was das für einen großen Unterschied macht, wenn du einen großen Block baust oder so einen kleinen wie ich jetzt. Im Vergleich zu Theoden. Warum? Naja, weil du übertriebenst ja tonnenweise Vulkanitblöcke hast, die mir ja irgendwie dann doch schon irgendwo so ein bisschen fehlen. Ich meine, ich habe nur vier Dinger da stehen, aber bei mir ist auch, glaube ich, Eisenerz inzwischen vollgelaufen. Das ist so das größte Problem, dass Eisen, glaube ich, voll ist, bis oben hin. In der Theorie könnte ich eigentlich eine Rakete mal vollladen und zu dir schicken mit drei Eisenplatten oder so Gedöns, aber du hast, glaube ich, bald auch genug Eisenplatten. Nein. Ich weiß gar nicht, wofür du so viele Eisenplatten brauchst. Wofür fasst denn du die alle rein? Stochen. Ja, aber du hast doch nichts, was wirklich irgendwas dauerhaft produziert, oder doch? Du hast halt Stahlbeton so, aber sonst. Ja, das ist einfach, was darauf produziert, richtig, weil der Rest nicht da ist.
warum auch immer du mit vier Montagemaschinen, gelben Montagemaschinen blaue Fließbänder produzierst. Oder auch blaue Untergrundbänder, aber okay. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ich hatte keine Ahnung, so viel gehabt. Nein, es war eigentlich dem geschuldet, dass ja eigentlich von hier aus dann alles vorderbar sein soll. Ja, aber so viel Eisenverbrauch hast du doch aber auch nicht. Wenn jetzt Fließbänder fast, die sind ja fast voll, die brauchen jetzt noch 18 Stacks, also 1800 um und bei. Dann deine Untergrundbrauchst zwar noch deutlich mehr. Wo sind die Fließbänder? Ich nehme mal den großen Dings da. Aber sonst, das ist ja hauptsächlich bei Fließbändern leer und sonst weiß ich noch nicht so ganz, was dein Eisending leer frisst. So ist es bei den Eisenzahnrädern von Fließbändern leer und dann halt minimal hinten hinter wird verbraucht, aber das ist sonst immer irgendwas voll. So, ja, eigentlich ist dein Hauptverbraucher am Mainbus von Eisenplatten ja hauptsächlich die Fließbänder. Eigentlich ist der Hauptverbraucher das hier gewesen. Ja, das ist ja auch klar, aber die sind ja auch voll. Die kannst du zwar höher stellen, aber wenn du sie nicht mehr brauchst, wozu höher stellen? Ja, bin ich ja mehr oder weniger dabei, deswegen verlege ich gerade alles hier mehr oder weniger nach unten. Dass ich da nochmal so ein bisschen mehr Platz reinbekomme. Sonst noch irgendwo hier ein Problem gehabt, weswegen, wieso und weshalb? Was war das da? Kupfer war das. Ja, komischerweise, jetzt ist wieder leer, ne? Weil keine Strom da ist. Moment. Können dann Theoden Landeplatz die Sachen einfach rein oder brauchst du es an einem bestimmten Punkt, wenn dann? Was? Können die Eisenplatten in einem Theoden Landepad oder müssen die in einem bestimmten Punkt? Eisenplatten. Warte, wo waren die denn? Ich meine, ich brauche ein Raketenlandepad im besten Fall, ne? Achso, nur Raketenlandepad. Im besten Fall, ja. Ja, dann ganz normal. Theoden. Ganz normal Theoden, genau. Allerdings, wir glaube ich am Ende der Folge angekommen. Jo, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.